Servus und herzlich willkommen zurück zum Mount Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Eagle, und mit der Tochter des Wolfs, die sich aktuell in der Nähe der Burg Onika aufhält. Ja, im letzten Part haben wir eine große Schlacht geschlagen gegen alle möglichen Raubritter und wurden dafür mit drei neuen Begleitern belohnt. Und zwar einmal mit Braddock, dem Stallmeister, mit Norena, die Schimmernde, und mit Serian, die Waldläuferin. Ja, die beiden sind jetzt so von ihren Traits her, die wären eigentlich ganz gut, aber barmherzig ist halt immer so eine Sache. Ja, das wird eventuell noch ätzend, aber müssen wir mal schauen. Hier, er passt noch am besten zu uns, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, jetzt hier, wir werden mal die gute Frau hier, die sie ja so schön Vogt hochgelevelt hat, werden wir jetzt mal einen eigenen Trupp führen lassen. Und dafür müssen wir ihr natürlich etwas geben. So, pass auf. Wir machen das so. Was eure Position im Clan angeht. Genau, dir geben wir einen Lord-Titel. Jawohl, sehr, sehr schön. Genau, perfekt. Und dann heil, das heißt, die kann jetzt einen Trupp für uns anführen. Genau, so machen wir das. Und die kriegt jetzt halt einfach mal so unsere ganzen kleineren Trüppchen da. 100... Wie sieht das aus? 138. So, jetzt hat. Perfekt. Wunderbar. Haben wir also noch einen Trupp. Und ansonsten, ja. Ist halt die Frage, was wir da noch machen später. Aber jetzt erstmal brauchen wir einen neuen Quartiermeister. Und zwar nehmen wir da jetzt mal Kadrik den Amboss. Der darf jetzt als nächstes. Genau. So machen wir das. Und dann gehen wir jetzt hier gerade mal rüber. Weil wir haben hier noch einiges abzugeben. Nein, Gwyneth wird nicht verheiratet. Sorry. Nee, Gwyneth wird definitiv nicht verheiratet. Aha, Basi mit der Kühne hat eine Armee ausgehoben. Oh, auch interessant. So, was ist das hier? Der Wundarzt. Nee, barmherzig nehme ich nicht mit. Sorry. Na ja, gut, komm. Verkaufen wir mal die Gefangenen. Da waren jetzt, glaube ich, auch ein paar Lords dabei. Aber das ist ja jetzt nicht so wild. Mal kurz zum Handeln. Oh je. Ja, natürlich. Wir haben hier wieder Orangen zum Säuefüttern. Das ist echt ein absoluter Wahnsinn. Karotten, Äpfel, alter Falter. Das können wir im Leben nicht alles selber zusammenfressen. So, genau. Hier das alles schön verkaufen. Die ganzen Trauben da. Also das ist ja so viel Zeug. Genau. Zack. Zack. Genau. Dann haben wir noch Würsteln. Weg damit. Tee. Ja, geil. Ja. Komm, Schmuck können wir mal verkaufen. So wie auch das Fell. Ja, was machen wir mit den ganzen Schafen und so weiter? Komm. Hauen wir weg. Das brauchen wir. Das hat ja alles Beine. Alles, was Beine hat, muss raus. Wie sieht das aus? Ja, Herdenmalus wird langsam weniger. Ja, immerhin. Und, ja gut. Lassen wir da mal so, ne? Gut. Beziehungsweise nochmal kurz gucken, ob die hier... Was die hier noch so für Reittiere verkaufen, nur aus Interesse. Ah, nee, nix Gescheites. Nee. Wir gehen. Wir gehen jetzt da mal hier... Was haben wir denn da? Wer ist denn da wo? Was ist denn da los? Gehen wir mal da hoch zurück zur Front. Müssen uns jetzt mal ein bisschen hier sputen. Geil, wir haben einen Claim irgendwo drauf. Na, das ist doch toll. Aha. Was, die Nadel wird angegriffen?
So, passt mal auf. Wir sammeln euch jetzt mal gerade auf hier. Ja, sammel den mal auf hier, danke. Bitte. Bitte mach das. Forgive me for what may seem an ab. Ja, ist gut. Wer bist denn du, Brundina? Aha, 22 bist du. Ah, so jung und kriegt schon aufs Maul. Ja, ihr kommt alle mal mit, ne? Jawohl, immer her damit. Dankeschön. Jep. Dann nehmen wir mal den ganzen Krempel mit. Das kann alles mit. Yippie-yay-yay. Was haben wir denn noch? Ah, Fabina-Trupp. Okay. Cool. Wo laufen die denn jetzt alle hin? Ach, wahrscheinlich zu Basimed. Weil Basimed eine Armee hier ausgehoben hat, ne? Jetzt überlege ich gerade, will ich. Ja, Jalmaris könnte ich probieren. Ja, was? 1000 Verteidiger sind da drin. Oh mein Gott. Warte mal, da muss ich erstmal eine eigene Armee aus. Hier auflösen, sage ich schon. Ja, ausheben. Das ist jetzt halt wirklich die Frage. Ich könnte hier von meiner Armee. Könnte ich auch die Auflösung erzwingen, oder? Jetzt sammelt sich bei Usank. Auflösen, ja. Ja, das ist mir egal. Das ist mir sowas von egal. Ich heb jetzt lieber eine eigene Armee aus. So, was ist los, Ratte? Okay, die Ratte kann ich mir nicht holen. Ja, dann halt nicht. Ich nehme jeden anderen, der Zeit und Lust hat. So. Belagert die Burg. Jawohl. Sehr schön. So machen wir das. Da ziehen wir jetzt nämlich mal ein gewaltiges Heer zusammen. Und ich glaube, wenn wir die Stadt erobert haben, dann dürfte der Krieg mit dem Imperium eigentlich auch vorbei sein. Ich glaube nicht, dass die uns dann noch weiter widerstehen können. Ich meine, wenn sie jetzt dumm sind. Dann werden sie jetzt probieren, uns anzugreifen hier mit einer eigenen Armee. Weil da dürften sie keine Chance haben. Jetzt haben wir hier Broik, der Ritter. Da kriegt er noch das Narbengesicht. Die Nadel kriegt noch einen Punkt. Gebende Hände, jawohl. Der Amboss. Ach du liebe Zeit. Okay. Ja, Hilfskorps. Solide Reserve. Baukunst, Torsionsgeschütze. Jawohl. Was haben wir da noch? Gwenef, der Hammer, kriegt bei Medizin was. Arztgelübde, jawohl. Saskia kriegt auch noch einen Punkt. Arztgelübde, aber sofort, ja klar. Ach ja. Aha, da laufen 140 Leute rum. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr so vorhabt, aber ich würde mir ja langsam Gedanken machen um eure schöne Stadt. Alter, 51 Tage hält der Nahrung. Das ist aber auch nicht schlecht. Okay, bei uns geht in 116 Tagen die Nahrung aus. Also theoretisch könnten wir das auch einfach aussitzen, aber komm, wir wollen ja gescheite Kämpfe haben, oder? Ach so, das kann ich bei einer Belagerung nicht machen. Na gut, dann halt nicht. Ja gut, ich überlege gerade, ob ich die Mauern dann durchbrechen will oder was. Bis! Och Mann! Das muss doch jetzt nicht sein. Jetzt haben die ihren Söldnervertrag gekündigt. Mein Gott. So, was haben wir denn noch? Der Amboss kriegt nochmal 2 Punkte in Vogt. Alter, das ist halt extrem gut, dass die jetzt hier so schnell hochleveln. Zwangsarbeit. Ah, keine Ahnung. Ist eigentlich egal. So, Gwenef, der Hammer, kriegt noch einen Punkt. Sehr gut. 2000 Leute. Echt nicht verkehrt. Na, Clan Seeratten, keine Lust mehr.
War ich dir etwa kein guter Arbeitgeber, Ratte? Weiß gar nicht, was der hat. So, was haben wir denn noch? Das Messer kriegt noch einen Punkt. Zwangsarbeit. Nicht, weil wir es bräuchten, einfach aus Prinzip. Ah, 2000 gegen 900. Das wird eine geile Schlacht, wenn es soweit ist. Ich mag die Musik. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt? So, was haben wir denn noch hier? Ach, unser Mann kriegt einen Punkt. Das ist ja wunderbar. Der Amboss kriegt noch einen Punkt. Meister der Planung. Sie kriegt sparsam. Ja, komm. Gut. Am Einfluss liegt es ja nicht bei uns. Ja, sieht sehr gut aus bis jetzt. Ja, ich würde mal langsam Sorgen machen um eure Stadt, ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr mal langsam dich doch zurückschlagen wollt, aber... Bitte, lasst euch Zeit. Oh. Stufenaufstieg. Ja, nicht verkehrt. Dann kriegt ihr hier nochmal Intelligenz. Genau. Intelligenz, dann mehr Taktik. Speer kriegt ihr auch nochmal 2. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit unserer Bombardieroffensive. Ah, bombt sie zu Klump. Bombt sie in die Steinzeit. Ja, das sieht gut aus bis jetzt. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, was haben wir jetzt noch? Noch mehr Punkte. Der Stallmeister bekommt einen Punkt in Speer. Na dann. Saskia Scharlach kriegt auch noch einen Punkt in Speer. Na, das ist natürlich sehr erfreulich. Ja, dann durchbrechen wir die Mauern. Dann haben wir da direkt gleich einen guten Zugang. Außerdem kann ich diese Stadt dann auch direkt noch hier einem neuen Clan geben, den ich dann erstellen möchte. Das wäre eigentlich sehr, sehr schön. So, die Mauern sind Schrott. So. Können wir im Prinzip überlegen, wollen wir da noch irgendwas dran ändern? Wir können natürlich hier mal 2 von den Dingern wegmachen und stattdessen hier mal so Onager hinbauen. Weil Onager sind gegen einzelne Einheiten besser. Genau, das wäre natürlich eine Idee. Das wäre gar keine so schlechte Idee. So, was haben wir noch? Noch ein Punkt für den Amboss. Jawohl, und damit sind wir auch hier bei dem schon bei einem sehr guten Level. Genau, dann machen wir das nämlich so. Ja, sehr gut. Dann kriegen wir noch einmal hier was aufgebaut und dann geht's am nächsten Morgen geht's dann los. Oh. Und ich bin wieder rausgetappt. Ich liebe es. Ich liebe es. So, Moment. Muss mir nur mal kurz notieren. Diese Mod ist wirklich... Das macht mich wahnsinnig. So, was ist los? Frieden mit Huaxia schließen. Von mir aus war mit denen eh quasi keine Berührungspunkte gehabt. Ja, aber zu was für Bedingungen? Zahlen wir denen jetzt Tribut oder was? Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Aber ich glaube, wir bekommen Tribut. Nicht, wir zahlen welchen. So, okay. Ich würde mal sagen, jetzt sind wir alle soweit. Die Mauern sind durchbrochen. Es ist Tag. Wir führen den Angriff an. Auf geht's. Nach allen Regeln der Kunst wird jetzt draufgehauen.
So. Ist das nicht ein schöner Tag? So, was haben wir denn da alles? Ach, schön. So viele Leute. Ja, der Rest hier. Der Rest kann sich irgendwie einteilen. Das ist mir egal. Also. Ich wünsche viel Spaß. Und oh, ist das ein geiles Viech. Der Wolf. Der Astralwolf. Der ist ja wunderschön. Na, seid ihr bereit? Ich will doch hoffen. Oh ja, jetzt werden die Mauern unter Feuer genommen. Sehr gut. So, mal kurz gucken, ob wir da mal schnell reinreiten wollen. Okay, mein Wolf wird. Da muss man aber auch Verständnis für haben. Es war vielleicht nicht die beste Idee. Oh, das ist mir zu gefährlich mit dem Wolf. Pass auf. Ich steig mal ab. Ich bin mit... Fabina ist im Kampf gefallen. Oh. Okay, okay. Das ist der Kampf um die Bresche jetzt. Lass mich mal durch, ich bin Arzt. Okay, wir sind durchgebrochen. Ja, das war ja überhaupt kein Problem. Hallo! Und durch da! Tessa, der Enteignete, ist im Kampf gefallen. Aha. Alter, ist das ein Gemetzel hier. Boah. Oh, okay, da spawnen weitere Truppen. Können wir da rauf? Ach, wir können uns das Ganze natürlich von hier oben angucken, aber eigentlich würde ich da schon gerne lieber mitmachen. Ich bin mal gespannt. Überlebe ich das? Ich überlebe das. Lol. Ich bin mal so frei, ja? Hilfe! Die sind einfach um mich herum gespawnt, Schweinerei. Ihr seid mir vielleicht Arschlöcher. Na, wartet. Mein Gott, Alter. Ihr seid ja wirklich saugemein. Und da kommt der nächste Haufen. Jawohl, Alter. Zerlegt sie alle. Oh, ist das ein wunderschöner Kampf. Dafür haben wir uns hochgelevelt, dass wir solche schönen Schlachten erleben können. Oh, und wir sind so schön tanky. Ich liebe unsere 450 HP, die wir haben. Ich liebe es einfach. Auf geht's. Aufs Maul. So. Was haben wir eigentlich hier so für Möglichkeiten? Ach, das ist Slow Motion. Was ist das? Select a Character. Ach so. Wir könnten uns theoretisch einen anderen Charakter aussuchen, aber... Nö, kein Interesse.
Oh, ist das eine coole Geste, wenn man so runter auf die Knie sinkt hier. Jawohl! 6 Tote. Kein einziger aus unserem Trupp. Ausgezeichnet. So muss das sein. Und ihr kommt jetzt alle erstmal mit. Jawohl. So, die Truppen da, die nehme ich mir auch mal mit. Und fertig. Genau. Dann haben wir hier noch 33 Leute. Die rekrutieren wir gerade mal alle. So, was haben wir denn da? Irgendwelche Schützenflaggen. Das ist ja ganz nett. Nehme ich mal mit. Oh, der Rest. Pff. Komm, vergiss es. Der Rest geht an die Truppe. Plündern, würde ich sagen. Ich will das Ding claimen. Ja, ich werde da gleich noch einen Clan erstellen. Genau, Yalmaris ist jetzt unter meiner Herrschaft. So. Gut, und eigentlich dürften die jetzt auch nicht mehr können hier. Das heißt, wir können mal zum Tavernenbezirk gehen, verkaufen die Gefangenen. Wer ist das hier? Okay, der mag mich? Oder wie? Nee. Nee, warum ist denn der grün? Der Keiler. Ist der hier irgendwie von meiner Kultur oder so? Kenne ich nicht, aber ganz ehrlich, einhändig Stangenwaffe Athletik, den könnten wir durchaus mitnehmen. Andererseits, der ist 40. 40 ist auch schon wieder sehr, sehr arg alt. Ah. 13 Söldner rekrutieren. Ach komm, why not? Das ist, glaube ich, jetzt auch kein Ding mehr. Dann mal kurz gucken. Schmieden. Ja. Wollen wir was einschmelzen? Ach so. Klar, wir müssen ja erstmal wieder uns irgendwie Holz zusammen... Oh nö. Oh nö. Müssten erstmal Holz finden hier. Verkaufen die hier Holz? Nein, natürlich wieder nicht. Verkaufen jeden anderen Mist, aber ausgerechnet das nicht. Natürlich. Das frage ich auch so doof. Ach so. Ja, die Armee kann ich auflösen. Komm. Lasst es gut sein. So. Ah, und es speichert. Das ist ja schon mal gut. Na komm. Wie lange soll das noch dauern? Hm? So. Nöp. Peace Proposal. Ah, jawohl. Dankeschön. Ich freue mich. Das heißt, wir sind jetzt wieder aus dem Krieg raus. Und wir können jetzt kurz mal einen neuen Clan gründen. Das würde ich sagen, können wir auf jeden Fall machen. Ich möchte jetzt nur gerade mal schauen. Die meisten Kriege haben sich aufgehört. Hm. Ja, okay. So ein paar kleinere Kriege gibt's noch. Aber die Frage ist, ob das jetzt so bleibt oder wie oder was. Also ein paar kleinere Kriege sind noch da, aber die großen haben sich jetzt scheinbar erstmal wieder alle abreagiert. Das ist natürlich jetzt die Frage. Was machen wir da draus? Ich meine, wir haben jetzt hier bei uns im Clan. Wie ist denn das? Wir haben Leute dabei, die ja teilweise durchaus ganz gut sind in Vogt und so weiter. Ich meine, wir könnten Kadrik den Amboss, könnte man einen eigenen Clan leiten lassen. Der hat ja jetzt hier auch nochmal Vogt und so weiter gelevelt, der wäre eigentlich dazu mühelos in der Lage. Ist an sich keine schlechte Idee, glaube ich. Mein an sich... Keine schlechte Idee. Ich meine, die Lehen
werden alle von irgendwem hier regiert, ne? Broik der Ritter, Katwin der Häscher, Karowin der Hai und Thor das Messer. Oder wir geben dem noch so ein Lordship und lassen den einen Trupp leiten. Das können wir auch machen. Ist halt dann ein barmherziger Truppführer, aber da haben wir ja, glaube ich, schon einige, die das sind. Schwierig. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Genau. Der Amboss wird einen Trupp für mich leiten. I am yours to come. So. Genau, pass auf, du kriegst dein Lordship. Jawohl. So machen wir das. So, genau. Und der kriegt halt hier jetzt mal so ein bisschen den Kram, den wir hier irgendwo aufgegabelt hatten. So. Ja. So. Ich hoffe, das ist von der Truppenstärke her ausreichend für ihn. Als neuen Quartiermeister nehmen wir uns dieses Mal... Ja, die Waldläuferin, komm. Genau. So sollte das ja jetzt eigentlich passen. Da müssen wir mal hier ein paar neue Truppen rekrutieren. Kann ja nicht schaden. So, was haben wir hier? 213 Leute. You best back off. There's just... Ja, ja, ihr könnt euch uns anschließen. Das ist wunderbar. Ich nehme die jetzt mal großteils mit. Alter Falter, ich weiß nicht, ob man es gerade hört. Aber draußen geht gerade gefühlt die Welt unter. So vom Sound her. So. Morwena, die Heldin. Wie sieht's denn aus hier? Vergiss es. Wen haben wir da? Dorfbewohner, okay. Aber jetzt nur mal gerade mal zum Gucken. Saskia Scharlach ist da oben. Sprechen wir mal mit der. Die kann ja vielleicht noch ein bisschen was brauchen an Leuten. Ich weiß jetzt nicht, was ist denn jetzt los? Hanru. Wer oder was ist Hanru? Ach, das ist irgend so ein Chinese. Ja, aber, nee, ich möchte, wenn dann, dass derjenige in meinen Clan einheiratet. Das ist, das wäre mir dann schon sehr wichtig. Drunter meist nicht. I await your orders. Na, wie sieht es aus? Lass mir mal deine Truppen angucken. Joa, was machen wir denn da? Kriegst hier, glaube ich, mal... Oh, du hast eh ordentlich Platz. Komm. Kriegst hier mal die ganze Menge Zeug. Na also, wunderbar. Perfekt. Sehr gut. Nein. Ich muss gehen. Top. Was ist das hier? Hanru. Nee, jetzt müssen wir jetzt mal anders machen. Ich würde mal sagen, ich möchte eigentlich unsere Allianz mit Batania mal ein bisschen vertiefen. Ich werde mal Kaladok suchen. Wo ist denn Kaladok? Lebt der noch? Ja, der lebt eh noch. So, wie sieht es denn bei denen hier aus? Isabella, was machst du?
Wurde gefangen genommen? Echt jetzt? Nee, der wurde zuletzt in Pen Canuck gesehen. Hm. Ja. Wir sind echt eine große Familie, wenn ich mir das so angucke. Ja gut. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal nach Pen Canuck. Und ich meine, in der Zwischenzeit kann ich ja auch nochmal hier so ein paar Banditencamps oder sowas raiden. Ich meine... Ach so. Ja, wir verstecken uns mal für den nächsten Tag und greifen das dann an. So. Genau, dann räumen wir das Ding hier mal. Ach, weißt du was? Damit die alle mal leveln hier. Das ist doch keine schlechte Idee. Jawohl, und rein da. Verzeihung, aber meine Stimme ist noch nicht zu 100% wieder da. So, na? Alter, diese blaue Rüstung ist wirklich geil. Ich mag die blaue Rüstung. Na? Nope. Everyone! Give him hell! Gebt ihnen Hölle! Hallo! Oh, das geht richtig gut. Ach. Easy going. Ich muss mal ein bisschen hier die Lanze noch trainieren. Ich meine, mit dem Ding habe ich eine absolute Todesreichweite. Die steckt halb im Boden so. So lang, wie das Ding ist. Aber Lanzenfähigkeiten zu leveln ist immer gut. Na? Da hinten ist noch wer. Oh, die Reichweite. Die Reichweite von dem Ding, das ist echt... krass. Holy shit. Also, da hast du wirklich sehr, sehr viel Platz. Ja. Habe ich gerade noch so mit der Lanzenspitze erwischt. Als ob man so eine Lanze einfach mit so einem Buttermesser abwehren kann, ey. Na gut. Okay, aber das sind ja einige Truppen hier. Gar nicht mal verkehrt. Nun gut, dann bringen wir das mal zu Ende. Ist ja gut. Oh. Ja, komm. Ist ja nicht so schwierig. Begeisterung pur in dieser Geste. Na also. 100% der Beute. Ja, natürlich. Haben wir uns doch alle selber verdient. Oh, oh, oh. Wir können sogar einiges davon mitnehmen. Ja, geil. Na, siehst du, schon sind wir wieder voll. So muss das sein. So will ich das sehen. So nicht anders. Ja, das ist ja den ganzen Krempel, nehmen wir mal mit. Komm, der Rest kommt weg. Brauchen wir jetzt nicht. So. Was haben wir denn da? Stangenwaffe. Na, endlich. Der Weg des Speers. Sehr gut. Na, also. So will ich das sehen. Der Wolf kriegt noch einen Punkt in Gaunerei.
Okay. Von mir aus. So, warte mal. Gwyneth der Hammer kriegt auch noch ein Pünktchen. Hilfskor, jawohl. Die Waldläuferin kriegt eine ganze Menge Punkte. Sehr, sehr gut. Ausbeuterungsbetriebe. Dann Bezahlungen, Versprechen, gebende Hände, Hilfskor. Solide Reserve, genau. Die holt jetzt mal die ganzen Vogtpunkte nach. So. Dann gehen wir mal nach Penkanok. Wo unsere Schwester sitzt. Wir müssen so ein bisschen die Entwicklungen im Auge behalten. Ich meine... Ja, nee, das brauchen wir nicht anzugucken hier. Der Amboss wird der ein paar Waldbanditen verprügelt. Das ist zwar ganz nett, aber... Oh, was ist das hier? Restless Revolt. Aha. Ja, nicht unser Ding. So, dann schauen wir gerade mal hier. Gehen wir mal zur Festung. Aha. Ach, Selma ist eingeheiratet, oder was? Okay. Die hat sich da irgendwo bei Cassville mit 29, hat sich da in den Clan einheiraten lassen. Interessant. Faszinierend. Na gut, komm, quatschen wir mal mit dir. It's been a while. Oh ja, stimmt. Lange haben wir uns nicht gesehen. Gut steht dir das Krönchen immer noch. Kaladok, mein Gemahl. Kaladok, möge er lange leben. Ach, sehr nett. Wie sie sich gleich in so eine Kampfhaltung begibt. Okay. Weißt du was, wir schenken ihr gerade mal ein bisschen Geld. Komm, ich bin jetzt gerade irgendwie in Spendierlaune. 500.000, da kannst du dich mal, wenn es ist, aus der Scheiße rauskaufen. Aber sonst kann ich... Mit dir kann ich sonst nichts machen. Schade. Schade. Ja gut, da muss ich jetzt deinen Mann suchen. Wo treibt der sich nur rum? Kaladok. Der wurde zuletzt in Oxhall gesehen. Oxhall ist doch da drüben irgendwo. Ja, da ist Oxhall. Ja gut, dann gehen wir mal dahin. Alter Vater, überall diese riesigen Haufen aufgestauter Truppen. Aber mittlerweile haben wir echt ein solides Königreich hier aufgebaut. Das gefällt, definitiv. So, dann, die Waldläuferin kriegt noch einen Punkt. Und zwar Zwangsarbeit, jawohl. Brandok, der Stallmeister. Vorsorgemedizin, so wollen wir das sehen. Aha. Irgendjemand ist an Altersschwäche gestorben, das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Aber soweit ich das jetzt auf der Karte so... Überblicke, die großen Konflikte im Moment sind jetzt schon wieder eigentlich vorbei. Kann das sein? Was ist denn nur mit den allen los, sag er mal? Ich frage mich gerade aber wirklich, woran das liegt, was da jetzt das Problem ist. Ich meine, ja, ein paar Kriege gibt es, aber... Warte mal, was ist hier? Huaxia. Ah, die zahlen uns täglich 180 Tribut. Okay, naja, gut, von mir aus. Oh! Was war denn hier? Der Alte ist gestorben. Okay, der Alte ist gestorben. Xuanlong. Taipings Vater. Och Mensch. Eines natürlichen Todes gestorben. Na, immerhin. Immerhin war ihm das noch vergönnt. Wir sind jetzt wirklich... Wir sind schon extrem stark jetzt. Was ist denn mit Batania passiert? Batania hat richtig krass an Stärke verloren. Gut, einige waren schon immer scheiße, aber nicht so schlimm. Hm. Interessant. Die haben alle... Die kleineren Dinger haben fast alle keine Kriege mehr. Strange. So, warte mal. Gehen wir nochmal zur Festung hier. Wie sieht es aus? Kaladok, da ist er ja. My greetings to you. So. Ich möchte ein Heiratsbündnis unserer Familien vorschlagen. Okay, pass auf. Was wäre denn, wenn wir beispielsweise die Nadel nehmen?
und verheiraten die mit zum Beispiel Muinsa. Warum würde das nicht gehen? Weil Score Differences. Okay, der ist vielleicht ein bisschen zu gut. Ja, ist ja egal. Dann nehmen wir was weiß ich. Kadok, den Kuhdieb. Acceptable. Why not? Is not available. Okay, ist nicht verfügbar. Was soll denn der Scheiß? Sind immer nicht available hier. Mervin, der Pferdedieb? Nein. Alter, das ist ja hier eine Nation der Kuhdiebe. Jeder ist hier ein Kuhdieb. Was soll denn der Scheiß? Was ist mit Schwarzzahn? Auch nicht. Ja, oder warte mal, ich muss das nochmal probieren. Was können wir hier machen? Nee, das Lehnen, mit dem Lehnen kann ich nichts machen. Jetzt nur mal gerade mal schauen. In Oxhall, wer regiert denn das Ganze? Fen Ufaim, nee. Die regiert das hier, ne? Wo wurde die zuletzt gesehen? In Sarget. Nicht in Sargot, sondern in Sarget. Okay. Gehen wir mal damit drauf. Vielleicht können wir auch mit der noch was anfangen. Vielleicht kann ich Oxhall von den Batanian. Oh, Entschuldigung, das war das Mikrofon. Vielleicht kann ich Oxhall ja von den Batanian kaufen. Das wäre eventuell ja eine Option. So, der Amboss kriegt noch einen Speerpunkt. So, wie sieht das aus? Ja, wir machen immer noch Gewinn, Gott sei Dank. So, was ist noch los? Die Nadel kriegt noch einen Punkt. Den Reitkunst. Aha. Gwyneth bekommt volles Tempo. Jawohl. Finde ich immer gut. Interessant. Revel. Ah, Sturgia hat Revel verloren. Okay, das ist interessant. Gehen wir mal zur Festung. Petta. Aha. Petta. Ah, Mengus. Mhm. Mengus hat die geheiratet. So, bei. Day Aromak ist einfach ein Teil von Batania, Alter. Ich pack's ja wohl nicht. Mein Gott, Alter, ist das arm. Ich meine, ich könnte natürlich überlegen, ob ich den einen oder anderen Clan nicht einfach kaufe. Ich werd das nicht bei vielen Clans machen, weil wir haben ja gesagt, wir züchten uns die Clans großteils selber ran. Aber jetzt zum Beispiel vielleicht der Clan, der Karban Zet kontrolliert und Oxhall, wenn wir die einkaufen könnten, würde ich's machen. Bin ich ganz ehrlich. So, pass mal auf. Peace to you. So, wie sieht es aus? Ah, ist zufrieden, schade. Ich möchte ein Heiratsbündnis vorschlagen, genau. Und zwar nehmen wir dafür die Nadel. Wo haben wir sie denn? Da. Die Nadel. Hier, was ist los? Nicht available. Alter, ich krieg schon wieder einen Föhn, Alter. Es ist ja alle immer nicht verfügbar. Was soll denn der Krampf? Nein. Nein. So, warum hier wieder nicht? Score Differences. Ah, der Score Difference ist zu groß. Haben wir wen anders, der besser wäre? Okay, gut, die ist völlig hinüber. Sieht außerdem gerade irgendwie ein bisschen komisch aus da. Was ist mit dir? Du bist auch noch nicht so weit. Saskia, was ist mit dir? Das geht auch nicht. Ich liebe es. Okay, warte mal, dann
Let me review my proposal. Warte mal, kann ich das anders mal? Probieren wir es nochmal kurz mit der Nadel. Das ist, glaube ich, unsere beste Option im Moment. Nehmen wir ihn. Feast Celebration. Ne, das würde auch nicht gehen. Das geht nicht. Oder was? Aha. Will sie nicht. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Ja, gut, okay. Ich habe jetzt halt gedacht, ich kriege die irgendwie so verheiratet. Gut, vielleicht. Er muss ja auch nicht mit dem Clan sein. Geht ja vielleicht auch noch ein anderer. Ja, wir könnten natürlich gucken. Gehen wir nochmal zur Festung. Was ist das hier zum Beispiel für ein Clan? Wer leitet denn das? Cassivius. Cassivius. Okay, der wurde zuletzt in Sarget gesehen. Ach, da ist er ja. Yours is not a face I know. What? So. Das ist hier Fürst benötigt Pferde. Nee. Was? Ich könnte den überzeugen, mir beizutreten? Echt jetzt? Kontrollieren die irgendwelche Thieves? Ich glaube nicht, oder? Nee. Nee, ich will ja jetzt da nichts. Ich habe einen Vorschlag ganz bei. Hier, nochmal Heiratsbündnis gucken, genau. Dann wird das mal da nochmal reingeschaut haben. So. Ist not da. Warum sind die denn immer alle nicht available? Was soll denn das? Weil ich weiß natürlich genau, wenn ich Angebote bekomme von irgendwem, dann ist das ja immer so eine Sache. Nee, würde auch nicht funktionieren. Ach, komm. Vergiss es. Vergiss es einfach. Okay, was haben wir sonst noch für einen Clan? Warte mal, wer bist du denn? Ach, du leitest diesen entsprechenden Clan direkt. Ja, komm, warum denn nicht? Ja, reden wir nochmal mit dir. Okay, der ist sehr zufrieden mit seinem Lebensherrn. Das ist sehr schön zu wissen. So, was haben wir denn da für Kandidaten? Sagen, was ist hier? Rihanna. Rihanna. So, Rihanna und Broik der Ritter. Das wäre nicht... Warum ist der jetzt nicht verfügbar? Oder müssen das Leute aus meinem Clan sein? Also nicht im Sinne von Begleiter, sondern im Sinne von... führenden Trupp. Oder so. Ah, okay. Hier wäre jetzt wiederum nur das Problem, dass die... Unterschiede zu Hose. Was ist hier? Rihanna? Rianoa? Warte mal, was? Warum funktioniert das immer noch nicht? Ja, die ist jetzt wiederum nicht verfügbar. Was ist mit Chris, der Heilerin? Die ist auch wieder nicht verfügbar. Oh mein Gott, ist das dumm. Und hier liegt es wirklich nur an... Differences. Mein Gott. Also nochmal. Okay, nehmen wir nochmal die Nadel. Mal gucken, was habt ihr denn? Ja, okay, du hast auch wieder nur irgendwelche Diebe hier mit dabei, ne? Okay, vergiss das. Okay, ich sehe schon. Ich werde den Part jetzt dann auch beenden, weil ich komme hier so nicht weiter. Also das mit dem Heiratsbündnisse machen ist hier nicht so einfach, wie ich gehofft hatte. Ich müsste mal gucken. Ich meine, eventuell könnte ich ja schauen, ob ich vielleicht im nächsten Part mal... Ich glaube, ich werde mal rübergehen zur Schlange. Das muss ich mir mal anschauen. Aber außerdem... Oder eine Sache möchte ich jetzt gerade noch mal kurz gucken. Ich möchte mal kurz schauen, was hier mit den Königreichen los ist. Weil das kann ja nicht sein, dass jetzt schon wieder alles stillsteht hier. So, mal angenommen. Wir nehmen jetzt hier als Clan... Fan Gryffindor. Dann, so, wir spielen jetzt kurz als Caladoc. Genau. So, da sind wir hier.
Wenn wir zur Festung gehen, sehen wir ja alle möglichen Dinge. Ja, ja. Aber jetzt nochmal kurz schauen. Königreich. So. Wie ist es um das Königreich denn hier so bestellt? Es gibt hier anscheinend eine Faction. Die sind hier aber nicht wirklich relevant. So. Nachfolge ist scheinbar geregelt. Aha, ach, wegen Stärke. Ach, das geht nach Stärke mit der Nachfolge. Okay, interessant. So. Ihr seid mit allen möglichen Fraktionen im Krieg. Ihr zahlt Tribut? Was? Warum zahlt... Was ist denn da passiert? Deswegen haben die so an Stärke verloren. Was? Zahlt täglich 5960 Tribut? Okay, interessant, interessant. Also Batania hat sich aus einer Menge dieser Kriege wieder rausgekauft, scheinbar. Krieg erklären, was? Not enough influence. Ja, anscheinend. Anscheinend. Also, klar, man könnte ja Kriegserklärungen in Betracht ziehen. Gut, aber im Moment haben die keinen Bock. Okay, nein, das ist ja nur wichtig, weil ich dann jetzt so ein bisschen verstehe, wie es bei den einzelnen Reichen hier so aussieht. Ich meine, wir können jetzt hier wieder zu uns zurückgehen. Wo haben wir sie denn hier? Da sind wir. Genau. Theoretisch könnten wir jetzt irgendwen anders spielen, aber nö, wir spielen natürlich uns selber. So. Okay, nur damit wir das mal verstehen. Das heißt, bei denen ist gerade wirklich einfach der Einfluss das Problem. Und die haben sich halt aus ihren Konflikten rausgekauft, anstatt da ewig weiterzukämpfen. Gut, dann begreife ich das. Das werden wahrscheinlich einige dieser Fraktionen gemacht haben und sich gesagt haben, okay, ich zahle jetzt lieber kurze Zeit Tribut und habe an der Front Ruhe, bevor ich meine Existenz wirklich gefährde. Weil die waren ja zwischenzeitlich hier mit Vagir und mit Sturger gleichzeitig im Krieg, haben es aber anscheinend immerhin geschafft, ihnen da eine Burg abzunehmen. Aber gut, wir schauen mal. Auf jeden Fall in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Ich speichere das Ganze mal ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge, ja, können wir ja schauen, ob wir da noch einen Kampf weiterführen wollen oder ob wir jetzt erst einmal einfach uns weiter vorbereiten möchten, ob wir ein bisschen Heiratsbünste schmieden wollen oder ob wir es überhaupt können und so weiter. Das ist ja scheinbar alles nicht ganz unkompliziert, aber das sehen wir dann. Bis dahin, macht's derweil gut. Servus und ciao.